Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Wir sind nicht so. Das war ein legendärer Satz des Bundespräsidenten zu den Korruptionschats aus dem Umfeld von Ex-Kanzler Kurz. Aber vielleicht hat sich Van der Bellen geirrt und wir sind doch so. Aber wer ist eigentlich das Wir hier? Diese Frage bewegt den Kabarettisten Dirk Stermann und Falter-Herausgeber Armin Thurnherr in einem launigen Sonntagsgespräch im Kurhotel Baden Anfang November. Es geht um die Medien, um Sobotka und Kurz. Der unterhaltsame Austausch ist via iPhone vom Frühstückstisch im Kurhotel ins Falterradio gelangt. Und das hört man manchmal auch. Zuerst ging es, wie könnte es anders sein, ums Heizen diesen Winter. Früher hat man noch geklatscht, als wir gekommen sind. Ja, einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie alle gekommen sind, wahrscheinlich, weil es hier wärmer ist als bei Ihnen zu Hause. Thurnherr ist wahrscheinlich auch nur deswegen da, weil du wohnst ja auf... Burg ist falsch formuliert, oder? Du wohnst in einem... Schloss. Schloss. Kannst du es heizen? Ja, aber ich habe bis jetzt begünstigt, durch das warme Wetter habe ich meine Heizung noch gar nicht eingeschaltet. Aber ich mache es mit Kachelöfen. Dadurch habe ich mir den Zorn des bekannten Moderators Kachelmann zugezogen. Kollege Kachelmann ist nämlich anders, als der Name suggeriert, ein Feind des Kachelofens. Er findet, dass Kachelofenheizen dumm macht, weil das irgendwelche Schadstoffe ausstößt. Und ich verstehe auch, dass man gegen das Heizen mit Holz im verbauten Stadtgebiet ist. Das ist sicher ein Feinstaubproblem, danke dir. Aber hat Kachelmann nicht andere Probleme? Ich habe immer gesagt, er hat eine schwere Jugend. Ich verstehe es, dass er auf dieses Gebiet jetzt ausweicht. Aber er hat auch dieses Problem. Da ist er unerbittlich. Also er hat einen Online-Kampf gegen mich geführt. Wegen dem Kachelofen? Wegen Kachel, weil ich ja manchmal in der Romantisierung meines Daseins beschreibe, wie ich da lebe und Holz mache und schlichte und heize. Du machst kein Holz, du. Ich mache Holz, so heißt es. Man macht Holz. Man geht ins Holz, aber man macht es doch nicht. Oh ja. Das sind Allmachtsfantasien, die du jetzt hast. Ich mache doch Holz. Spalten da ja, auch. Aber du bist ein Spalter. Ich bin ein Spaltenschütze. Ja. Ich heize ganz normal. Was heißt normal? So wie Kachelmann es möchte. Aber ich bin jetzt draufgekommen, bei mir zu Hause ist es arschkalt. Also ich habe jetzt bis jetzt immer nicht geheizt, um Putin zu ärgern. Jetzt wollte ich aber heizen, weil es jetzt kalt wird, aber es funktioniert nicht. Das heißt, ich lege jetzt den Schlafanzug meines Sohnes auf die Heizung im Badezimmer und sage ihm dann, oh, gleich kriegst du einen schönen, warmen Schlafanzug. Dann hole ich ihn runter von der Heizung und der ist arschkalt, der Schlafanzug. Und was hast du da für eine Heizung? Eine schlechte, offensichtlich. Aber ist das Öl oder Gas? Oder ich glaube, es ist Gas. Es ist, glaube ich, Gas. Also ich habe einen Boiler. Eine Gasetagenheizung. Gasetagenheizung, wahrscheinlich. Das wirst du natürlich auch nicht mehr lang haben. Problem ist aber natürlich auch, man weiß ja, also ich rufe gar keinen Installateur jetzt an, weil ich weiß, man kriegt keinen Termin, weil die Installateure ja bis auf die nächsten 200 Jahre ausgebucht sind. Na gut, damit wollen Sie nicht belasten mit unseren... Aber da, Herr Wien, es ist erstaunlich warm. Es ist zu warm, oder? Das ist man nicht mehr gewohnt. Ich glaube, es ist so, dass Menschen auch heizen. Also das wird ja unterschätzt. Ne? Der Mensch, man sagt immer, der Mensch verriert, aber in Wirklichkeit heizt der Mensch. Ja. Also wenn er da zu Dutzenden versammelt ist, dann wärmt er. Ich habe letzte Woche in Perchtoldsdorf eine Veranstaltung gehabt in der Burg. Und da war es auch so warm. Und ich hatte dann das Gefühl, dass das ist, weil die Perchtoldsdorfer so reich sind und uns armen Wiener Künstlern zeigen wollen, wir haben es hier noch drauf.
Ja, das ist der sogenannte Speckgürtel. Ja, da wird mit Speck, da wird mit Speck geheizt. Nämlich, die brauchen kein Öl, die heizen mit Speck. Ich freue mich jedenfalls, dass wir heute wieder hier im Speckgürtel sein dürfen. Man sieht Ihnen Ihre vollen Bankkonten an. Alle haben Dollarzeichen in den Augen. Es ist so absurd, ich habe gerade ganz kurz mir überlegt, wir kommen ja immer einmal im Jahr und ich habe letztes Jahr, glaube ich, gedacht, dass dieses Jahr wenig los sein wird, dass so die Pandemie langsam irgendwie normal wird und so. Um Ihnen nochmal ein Gefühl zu geben, wie lange das her ist, ein Jahr, damals war zum Beispiel in der Ukraine noch gar nichts. Die haben einfach nur so Picknicks gemacht im Sommer und normale Oligarchenwirtschaft. Es hat sich durch diesen Krieg alles verändert. Meine Heizmöglichkeiten, deine Heizmöglichkeiten. Wer war damals Bundeskanzler? Das können wir ihm aber nicht in die Schuhe schieben. Das nicht auch noch. Ja, damals hatte man noch das Gefühl, dass wenn man die Presse liest, dass das vielleicht journalistisch ist. Naja. Beim Kurier wusste man schon, dass es nicht mehr journalistisch ist, aber bei der Presse, da habe ich noch immer gedacht, ach, die gibt es so lange auch schon und das ist ein... Die sind so konservativ, um käuflich zu sein. Ja, aber an sich ist die Presse gerade der Urverdachtsfall. Ne? Also wenn man von Karl Kraus mal rausgeht, ne? da war das der Feind. Allerdings war es der Feind, weil er sozusagen genau aus diesem Grund, den du nennst, ne? Weil er eben so wohlanständig schien und so intellektuell hochstehend und so gescheit und so bürgerlich integer. Und in Wirklichkeit ist er aber nicht wahr. Und damals war er übrigens der Chefredakteur, also das sieht man schon, dass es jetzt eher im Bereich des Satirspüls ist. Ne? Der Chefredakteur damals war ja ein echter Kriegstreiber. Hm? Der hat ja tatsächlich profitiert. Er hat den Ersten Weltkrieg mit angeheizt. Ach so, du meinst Chorherr. Jetzt war ich verwundert. Nein, ich spreche von Benedikt. Also okay. vor dem Ersten Weltkrieg. Der war tatsächlich einer der Finsterlinge des europäischen Kontinents. Hat sich bereichert an seiner Kriegstreiberei und hat mit dazu beigetragen zu diesem Habsburger Desaster, zum Völkersterben, Völkermorden und so weiter. Und deswegen hat ihn Kraus angegriffen. Dagegen ist, glaube ich, Rainer Nowak doch eher auf der Bagatellebene angesiedelt. Bei allem, was wir wissen. Also, wir wissen natürlich nicht alles. Wir kennen noch nicht alle Chat-Nachrichten. Ja. Aber es ist ein bisschen das Gefühl, dass wenn man jetzt, es gibt ja immer auf ORF 3 die Runde der Chefredakteure und Chefredakteurinnen. Eine wunderbare Einrichtung. Wunderbare Einrichtung, aber je mehr man jetzt erfährt, hat man doch zusehends das Gefühl, es geht dabei gar nicht um Inhalt, sondern es geht darum, dass vor und nach der Sendung man schaut, was für einen selber drin ist. Also, es gibt der von dir erwähnte Chor, er hat einmal einen wunderbaren Satz gesagt über den österreichischen Journalismus. Er hat gesagt, alles wissen, aber nicht alles schreiben. Sozusagen als Leitidee. Und das sagt ja schon vieles. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein Milieu ist, das hauptsächlich darauf achtet, dass es sich selber narzisstisch platziert und seine guten Beziehungen zur Politik dort nicht besonders beschädigt, sondern eher auch noch mit ausbaut. Und natürlich auch im ORF. Nee, jetzt kein Wort gegen den ORF, bitte. Nein, also die roten Zecken. Jetzt sind wir mal froh, dass wir über die Zeitungen reden und nicht über den ORF. Nein, aber die roten Zecken, die kommen. Ich sitze ja nicht umsonst in einer roten Zecke. Ja, ja. Auf dem Podium, das müssen wir dann schon besprechen. Nein, aber das bildet so ein schönes Milieu und ich habe dort die Freude gehabt, dass ich das schon mal erzählt habe. Ich war dort nie eingeladen. Ich war auch nie zu einer Pressestunde eingeladen. Einmal war ich zu einer Pressestunde eingeladen. Habe ich schon erzählt, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich habe das vergessen, das ist ja auch gut. Und zwar war ich zu einer Pressestunde eingeladen mit Sepp Blatter. Sepp Blatter, der Oberkorruptionist der FIFA, Der war bei der ORF-Pressestunde? Der war in einer ORF-Pressestunde und ich durfte ihn damals mit dem Herrn Huber
Interview. Und haben sich alle gefürchtet, weil man musste den Platon natürlich jetzt kritische Fragen stellen, aber das war vielleicht für die Sportberichterstattung in den Zeitungen und so gefährlich und darum hat man das an mich delegiert. Das war das einzige Mal. Und das war auch das Schöne, dass es keinen österreichischen Politiker getroffen hat, sondern eben Sepp Blatter. Mhm. Und dann haben sie mich angerufen und haben gesagt, also ein Redakteur vom ORF hat mich angerufen und gesagt, ja, ob ich ihm nicht eine junge Kollegin empfehlen könnte. Also, weil so unzutun, ich war jetzt schon so oft in der Pressestunde, jetzt wäre es mal Zeit, dass man da ein bisschen neue Gesichter sieht. Nach einmaligen Besuch. Nach einmaligen Besuch, ja. Na gut, dann habe ich immer, das war das. Und bei der Runde der Chefin, da war ich überhaupt nie eingeladen. Nicht nur ich nicht, sondern auch von uns niemand. Und der Klenk war dann, glaube ich, ein-, zweimal eingeladen. Aber gut, Klenk kann sich jetzt nicht beschweren, dass er nicht ununterbrochen sein... Ja, aber auch im ORF ist er unterrepräsentiert. Also findest du? Finde ich tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, ich wache mit Klenk auf und ich schlafe mit Klenk ein. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Ja. Weil der Klenk macht das natürlich perfekt und nutzt es dann auch, um den Falter damit bekannt zu machen, was das Wichtigste daran ist. Was dir dann nutzt, weil du ja sehr viel verdienst deswegen, wenn er den Falter... Ich bin damit reich geworden. Ja. Nein, er macht das sehr gut und das muss man halt in Kauf nehmen dabei, weil anders geht es heute offenbar nicht. Und der Effekt ist ja doch, dass der Falter jetzt mittlerweile das Profil überholt hat an Reichweite und auch an politischer Bedeutung. Also das hat schon das, aber der ORF spielt da nicht mit. Ja? Der ORF hat ja mir dann immer gesagt, also gut, ihr habt ja keine Reichweite, deswegen können wir euch nicht einladen. Ne? Jetzt haben wir mehr Reichweite, jetzt können wir uns aber trotzdem nicht einladen. Ja, ne? Zu viel Reichweite, ja. Jetzt haben wir zu viel Reichweite, ne? Also nur der ORF hat da sehr perfide, sehr komplizierte Algorithmen. Ja. Es war mir nur eine besonders große Freude, als sie dann kürzlich eine Diskussion hatten, da ging es um medienethische Fragen und so, und da wollten sie mich plötzlich dabei haben. Ja. Und da habe ich dann gesagt, na, also nach all den vielen Jahren der Nicht-Einladung kriegt es jetzt von mir mal eine Absage. Das war sehr schön, da haben mich dann mehrere versucht zu beknien hinter den Kulissen und sie gesagt, ja, aber das Problem ist natürlich, wenn du Journalisten einladen möchtest zu medienethischen Fragen, wen willst du da einladen? Ja, eben. Also Herrn Schromm wohl nicht, oder? Schromm hat jetzt ein bisschen ein Problem, aber das war ja alles missverstanden. Ne? Man muss das ja im Kontext sehen, im Zusammenhang. Ja. In Wirklichkeit musste man ja diesen Leuten, die da intervenieren, entgegenkommen, damit sie nicht noch stärker intervenieren. Also in ihrer eigenen Sprache hat er ja auch gesagt. Ja, deswegen musst du dann zu Strache sagen, das sind links-linke Zecken hier im ORF. Ja. Das hat er nur gemacht, damit Strache es verstehen kann. Ja, sonst eben. Und es ist wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen. Also da, es gab ja mal einen ORF-Generalintendanten, hieß der, glaube ich, noch, der gesagt hat, über die FPÖ nicht zu den Journalisten des ORF, hat er gesagt, nicht füttern, nicht reizen, nicht in den Käfig gehen. So ungefähr. Welcher war das? Das war der Weiß. Ah, der war aber gut. Der Weiß war gut, aber er hat natürlich auch fleißig gefüttert und ist mit denen im Käfig gesessen, bis zum Abwinken, zum Beispiel mit den Fellners. Also die Fellners wären ja ohne die Inseraten, also ohne die Werbekooperationen mit dem ORF, hätten die ja weit weniger Schaden anrichten können. Ne? Mhm. Aber die konnten ja mit ihren Inseraten für ihre Produkte werben und mit ihren Inseraten dann glaubwürdig machen, dass sie riesige Reichweiten haben, etc. Und das alles ist dadurch zustande gekommen, dass halt der jeweilige ORF-Direktor von denen mit sanften Tatsachen konfrontiert wurde, etwa wüsst vorkommen, oder willst abgeschrieben werden oder willst kooperieren. Ne? Mhm. Dann will man natürlich kooperieren als ORF, als herkömmlicher ORF-Direktor. Mhm. Ne? Aber es ist so, es hat alles so was Armseliges. Ich saß mal bei einem Abendessen mit Monika Langthaler, heißt die, glaube ich, oder? Die von den Grünen. Die Grünen, ja. Die ist jetzt so Consulterin. Ne? Die ist jetzt Consulterin und damals war sie noch bei den Grünen. Das war Wahl. Bei diesem Abendessen hat Monika Langthaler den anderen Leuten erzählt, dass das News wollte, dass sie mit Rollsch eine Fotostrecke, sie auf Rollschuhen durch Wien. Und sie hat dann News gesagt, ich kann nicht Rollschuh fahren. Dann haben die gesagt, doch, dann machst du es trotzdem. Und dann hat sie gesagt, ja, aber dann falle ich hin und verletze mich. Und dann haben die gesagt, wurscht, wir wollen die Fotostrecke haben, Monika Langthaler auf Rollschuhen in Wien.
Und wenn du das nicht machst, dann schreiben wir den Chorherr kaputt. Und dann hat sie gesagt, dann müsst ihr den Chorherr kaputt schreiben, weil ich kann nicht Rollschuh fahren. Und da habe ich mir so gedacht, unfassbar armselig. Also alleine die Idee, dass dann da Leute bei News sitzen und unbedingt eine Rollschuhstrecke haben möchten. Aber die haben immer so gute Ideen. Ne? Früher gab es doch eine Zeit, da hatten die Boxhandschuhe. Ne? Da waren die Boxhandschuhe das Utensil der Wahl. Ne? Und jeder musste die Boxhandschuhe anziehen. Mhm. Klima zum Beispiel war sehr gut mit Boxhandschuhen. Ne? Mhm. Und da haben sie dann so Duelle inszeniert. Ne? Ah, mit blauem Auge und ja, so. Ja, Klima gegen Haider und total entwürdigend. Aber wenn die Leute, die Politiker besonders mitmachen, und dann glauben, es steht ihre Existenz auf dem Spiel, dann hält sie ihnen ein Mitleid auch in Grenzen. Ja, also bei News kann ich Ihnen nur eine Geschichte erzählen. Wir hatten mal vor vielen, vielen Jahren bei Schwarz-Blau 1, also ist schon sehr lange her, da waren viele von Ihnen noch gar nicht auf der Welt. Jedenfalls haben wir da mal damals etwas Kritisches oder etwas unglücklich Formuliertes gesagt, sodass wir dann suspendiert waren für ein paar Monate im ORF. Und dann hat der damalige Intendant Weiß, der aber in unserem Sinne das eigentlich machen wollte, der hat gesagt, okay, ihr müsst einfach den treffen und euch entschuldigen, den Haider. Und dann haben wir so gesagt, dann haben wir ganz lange überlegt, wie machen wir sowas. Ist das mit den Ratmuttern? Nein, das war vorher, bevor unsere Ratmuttern gelöst wurden. Das war nämlich etwas weniger lustig. Ja, aber das war nicht, ich saß nicht im Auto, insofern war es mir wurscht, das war nur der Veranstalter. Aber Veranstalter gibt es wie Sand am Meer. Nein, aber es war so, dass wir damals vor der Nationalratswahl gesagt haben in einem Interview, dass jemand Haider erschießen müsse, um ihn zu stoppen. Was ja auch stimmte eigentlich, also quasi ja, im übertragenen Sinne. Dann haben wir aber den dummen Zusatz gesagt, möglichst jemand, der nur noch drei Monate zu leben hat oder so, sodass es nicht so schlimm ist. Und dann wurde das aber ernst genommen und dann wurde ermittelt wegen Aufruf zum Mord. Und deswegen waren wir suspendiert. Und wir haben dann auch einen Brief tatsächlich geschrieben an den Haider und haben gesagt, ja, wir wollten natürlich nicht, dass sie ermordet werden. Das ist nicht in unserem Sinne. Und dann war aber im Nationalrat, hat dann der Westenthaler dann gesagt, dass wir ihn ermorden wollen. Und alles Mögliche, was so an brutalen Dingen gegen Haider gesagt wurde, von deutschen Kabarettisten, wurde uns dann in den Mund gelegt und so. So war das dann. Jedenfalls sollte es dann dieses Treffen geben, wo wir uns bei Haider entschuldigen. Und wir haben uns überlegt, dann haben wir gesagt, aber nur, wenn keine Fotografen dabei sind, weil wir möchten nicht, dass dieses Foto dann. Dann haben sie gesagt, na, das wird aber so sein. Und dann haben wir uns überlegt, sollen wir uns jetzt die Arme eingipsen? Sollen wir so tun, als hätten wir einen schweren Rollschuhunfall gehabt? Und dann war es aber so, dass es an dem Tag neblig war und das Privatflugzeug von Haider in Wien nicht landen konnte oder nicht starten konnte. Tat uns sehr leid. Wir hatten uns bereit erklärt, ihn zu treffen, waren dann sehr glücklich, ob dem Wink Gottes. Und dann war aber in News in der nächsten und es war aber geheim. Es war so, niemand wusste das, nur der Weiß und wir. Und der ORF-Fressesprecher, damals Fischer, hieß der. Und dann war aber News, die nächste Ausgabe, und da war eine Fotomontage, wie wir beide, Christoph und ich, auf Knien vor Jörg Haider sind und ihm die Hand reichen. Und da habe ich mir gedacht, wie geht das jetzt? Wie kann das sein, dass die das überhaupt wussten? Und das war aber natürlich, weil irgendwie so eine Newsfrau, früher mal Pressesprecherin, was weiß ich. Ja, wurscht. Die wissen das immer. Aber die Fotomontage war aber so echt, dass ich dann von ganz vielen Freunden haben dann zu mir gesagt, bist du, ist ja Wahnsinn, wie peinlich seid ihr denn, dass ich euch vor Jörg Haider hinkniet. Ja. Also so viel zur Ethik von News. Da hat jeder traurige Geschichten. Also meine schlimmste Geschichte mit News war wahrscheinlich die mit Robert Hoch, ne? Als Robert Hochner starb, also vorher starb, der hatte ja Krebs, der berühmte Vorgänger von Armin Wolf. Und der hat dann beschlossen, er gibt mir sein letztes Interview. Dann hat er mich quasi ans Totenbett gerufen und es war sehr berührend und natürlich auch unglaublich stressig für mich, weil du hast ja mehrere Probleme gleichzeitig. Erstens musst du ihm ins Auge schauen. Du musst mit dem ein Gespräch führen, halbwegs würdig, und dann musst du es aber auch noch gleichzeitig auf Tonband haben und irgendwie publizierbar.
Und dann wollte er nicht so ein Testament, sondern nur ein letztes Gespräch, aber er wollte natürlich doch ein Testament und so. Und das alles ist mir irgendwie gelungen, aber ich habe geschwitzt, also ich war fertig. Und er hat es unter anderem damit begründet, dass es mir gibt das Interview, weil er will nicht, dass es in News erscheint, weil die machen dann quasi daraus das Testament des Robert Hochner oder der Letzte. Und dann haben sie versucht, dann ist es erschienen in zwei Fortsetzungen, dann haben sie versucht, nach der ersten Fortsetzung mich anzurufen und mir viel Geld zu bieten, dass ich ihnen den Text gebe für eine zweite Fortsetzung, habe ich nicht gemacht. Dann haben sie eine Collage aus ihren alten Hochner-Interviews gemacht und ein paar erfundene Sachen dazu zusammengestoppelt und haben sie als Coverzeile gebracht, das Testament des Robert Hochner. Mhm. So. Das Ganze hat er noch der Weiß bewerben müssen im Rahmen seines Tauschankommens. Da habe ich ihn angerufen und gesagt, jetzt ist aber genug, ja, das soll er gefälligst stoppen. Und dann hat er es gestoppt. Und dann hat seine Witwe, also die Clarissa Stadler, hat dann versucht, das News zu klagen, wegen all dieser Schandtaten, auch weil die das Interview gefälscht haben. Und er ist nicht durchgekommen, ist vom Gericht abgeblitzt. Also es ist so im Rahmen einer Quasi-Legalität noch, aber, aber an Sauereien ist die Karriere dieser Buben ja nicht arm. Ja? Das Lustigste ist vielleicht, dass jetzt so Saubermacher herumgehen, die jetzt alles wissen, ne? Weil jetzt die Position geschwächt ist durch die Chats und jetzt kann man ja auf die hinhauen. Ne? Früher hat es etwas mehr Charakter gebraucht, auf die hinzuhauen. Und da kannte ich Politiker, die mir gesagt haben, schau, das geht so, bei uns kommt er rein und gibt uns eine Rechnung, einen Auftrag, ja, gleichzeitig mit der Rechnung und sagt, ihr inseriert es jetzt um 1 Million. Ich habe gesagt, ne, was ist, wenn ihr das nicht macht? Naja, dann werden wir niedergeschrieben oder noch schlimmer, wir kommen gar nicht vor. Dann habe ich gesagt, na, und würdest du das bitte vor Gericht bezeugen oder mir irgendeinen Zettel unterschreiben, dass ich das auch schreiben kann? Na, warum nicht? Ich brauche den Fellner für meine nächsten Geschichten, ne? Dass er sie aufbläst. So. Sure. Also jetzt ist ja die Hoffnung, dass vielleicht, obwohl da einiges schon verjährt ist oder vieles, dass der eine oder andere vielleicht doch hervortritt und sagt, sowas. Ich weiß nur, das ist aber eine Geschichte, die jetzt nicht sehr dramatisch ist, aber lustig ein bisschen. Irgendwann war in News so eine Geschichte über Berlin, so mehrere Seiten über Berlin. Und unter anderem war dann so eine ganze Seite so mit einem Foto von meinem Kollegen und mir, wo wir Shopping-Tipps geben, wo man gut shoppen kann. Typisch, oder? Typisch, also was wir üblicherweise auch immer tun. Und da haben wir uns ein bisschen gewundert. Wenn man eure Sendung kennt. Ja, genau. Da waren wir ein bisschen überrascht und wir hatten damals eine Radiosendung, die hieß Salon Helga, auf FM4 war das. Und wir mussten abends in Graz auftreten und tagsüber vorher die Sendung aufnehmen. Und dann haben wir für die Sendung angerufen bei News und haben das, ohne ihnen zu sagen, aufgezeichnet. Das Telefonat mit dem Chefredakteur, es war aber, glaube ich, nicht der Fellner. Ich glaube, es war eine Schima. Kansa, ich weiß es nicht mehr, es ist schon so lange her. Und dann haben wir gesagt, ja, wir bedanken uns sehr, sehr, dass wir für dieses Interview, das wir geben durften, ohne dass wir im Raum waren. Das war für uns so ungewöhnlich und dass das so toll ist bei News, dass man Interviews gibt, ohne dabei zu sein. Und dass wir das so gerne wissen würden, wie sie das machen, weil hier sind auch viele junge Kollegen bei FM4, das möchten wir denen dann beibringen, wie das geht, dass man, das erleichtert ja auch oft. Anton Zeilinger mäßig. Ja, genau, es erleichtert ja auch oft dann die Arbeit einfach. Und er war total bescheuert, muss man sagen. Also er hat das sehr schlecht gelöst, sodass es immer lustiger wurde, das Gespräch mit ihm. Und dann sind wir irgendwann dann halt nach Graz gefahren und dachten so, ach, das ist halt eine wirklich lustige Sendung, sondern quasi eine Aufdeckersendung. Und dann rief uns die damalige FM4-Chefin im Zug an und hat gesagt, ich habe das jetzt gerade mir angehört, das geht nicht. Also kriegen wir Ärger mit News, wir spielen Musik. Und dann wurde das nie gesendet. Wo ich dachte, okay, wenn das sogar bei FM4 schon so ist. Nein, aber im Zeckensender ist es ja früher auch so gelaufen, dass da gab es zum Beispiel die Polizeisendung Report, für die bin ich, glaube ich, mehr als einmal interviewt worden. Die haben ja immer wieder Anlauf genommen, über diese Dinge zu berichten. Mhm. Ne? Schon in den 90er Jahren.
Und dann kommt das ein Redakteur und redet mit mir in der Redaktion. Da reden sie immer eine Stunde und dann bringen sie eine halbe Minute. Aber diese halbe Minute ist auch nicht gekommen. Warum? Weil der Herr Fellner nicht Stellung genommen hat. Und dann war es Grund genug, Audiator et altera pars. Ne? Und damit konnte er, indem er sagte, ich sage nichts dazu, konnte er Sendungen zu Fall bringen. Mhm. Da sind wir jetzt dank der Chats einen kleinen Schritt weiter. Und wir wollen ja nicht vergessen, dass dieser Mann ja genau der ist, mit dem unser Ex-Bundeskanzler quasi sein Image aufgebessert hat und Wahlen gewonnen hat. Ja? Wenn das alles sich als wahr herausstellt. Sind wir so oder sind wir nicht so? Das ist ja die Frage. Also das ist ja auch das, was jetzt... Ja. Das ist ja das, ja, ja. Der Satz des letzten Jahres eigentlich. Ja, ja, aber ich glaube, er ist selber schon davon abgerückt. Ich glaube, ich glaube, er hat eingesehen, wir sind so. Es nutzt nichts. Also wir, wenn ich Bundespräsident wäre, würde ich ja das Wort wir in Frage stellen. Also ich schreibe gerade ein Buch und da ist mir das so richtig zu Bewusstsein gekommen, diese inflationäre Gebrauch des Wortes wir. Und wer ist denn das? Ja? Wir. Also kann es wir hier, ja. Sie alle, die das hören, hören das aber sicher nicht mit gleichem Einverständnis oder Amüsement. Ja. Also kann er nicht sagen, wir hier sind der Meinung, wir sind so oder so. Mhm. Ja, aber der Bundespräsident meint das ja so quasi wir als Kollektiv. Also ja, wir eben das Kollektiv. Also ich möchte auch nicht mit dem Herrn Kurz in einem Kollektiv sein. Bist du aber? Ja, bin ich. Einerseits ja, aber dann bin ich sozusagen auch dissidenzberechtigt und imstande aufzuzeigen und sagen, diesen Fragen aber nicht. Ja, also das kannst du. Wir sind alle österreichische Staatsbürger, wir sind noch Männer. Nicht alle. Ah, du? Siehst du, du hast so falsch an. Also. Die Wiener oder die Sozialdemokratie in Wien zumindest, die möchten das jetzt verändern. Die möchten jetzt, dass wir Tschuschen auch ein bisschen mehr es leichter haben. Ja, genau, weil du hast ein Einkommensproblem. Ne? Du darfst nicht wählen, weil du zu wenig verdienst. Ja, genau, du musst 900 Euro haben, glaube ich, die dir bleiben im Monat nach allen Abzügen. Ja. Nur so kannst du dann österreichischer Staatsbürger. Und deswegen hast du es nicht geschafft. Weil die hier in Baden bei der Veranstaltung so schlecht zahlen. Ja. Also du glaubst, okay, du gehörst nicht dazu. Du bist ja auch Vorarlberger, darum bist du natürlich nie bei wir mitgemeint, weil sonst, oder? Ja. Weil aus unserer Sicht bist du hinter Arlberg und nur aus Schweizer Sicht bist du vor Arlberg. Ja. Insofern habe ich immer schon gewusst, dass Vorarlberg zur Schweiz gehören muss, schon semantisch. Also der Vorarlberger sagt natürlich Vorarlberg. Ne? Ich weiß. Das haben sie uns in der Schule eingetrichtert, ganz wichtig, weil wir eben diesen Blick bekommen. Aber es ist ganz schön, man kann ganz schön in diese Frage zeigen, dass das Wir ja immer ein vielschichtiges Wir ist. Ne? Diese Einheitskollektivität ist ja nur eine Fiktion. Auch wenn es gut gemeint hat, der Herr Bundespräsident. Ja? Und es gibt natürlich keinen Menschen, der nicht in irgendeiner Weise korrupt oder zumindest leicht unsauber ist. Ja, jeder hat mal irgendwo irgendwas gemacht, ja? was nicht in Ordnung ist. Aber insgesamt sozusagen ganze Biotope in Schutz zu nehmen und dann nämlich politisch und dann zu glauben, man kommt damit raus aus dieser Sache, das war schon sehr naiv von ihm. Also ist es so, dass in einem Jahr Sobotka Nationalratspräsident ist oder nicht, glaubst du? Was muss denn noch passieren eigentlich? Nationalratswahlen. Sonst kriegt man den nicht weg. Ja, aber Nationalratswahlen, ich bin jetzt seit 35 Jahren in Österreich, es gibt ständig Nationalratswahlen und Sobotka ist gefühlt seit 35 Jahren da. Das ist völlig wurscht, weil die ÖVP einfach sehr viele Mitglieder hat. Es gab zwischendurch schon andere, es gab die Frau Braumer, es gab die Frau Buhr. Es kommt darauf an, wer die stärkste Fraktion ist im Nationalrat. Ja, aber ich meine mit Sobotka meine ich quasi den Typus. Ja, aber Sobotka ist schon ein ich bin eh für diese Aussprache. Sobotka ist für dich. Nicht Sobotka. Nein, nicht Sobotka. Sobotka. Er ist Sobotka. Also, so ein deutscher Fußballer, der hieß Votava, ne? Werder Bremen. Votava, ja, klar. Votava, ne? Das ist bei uns natürlich undenkbar. Ne? Votava. Votava heißt ja. Apropos Votava, Clemens Heipel ist auch involviert. Ja, habe ich gelesen. Da habe ich mich gestern auch, also das hat mich jetzt zusätzlich nochmal geschreckt, wenn jetzt schon Clemens Heipel von Projekt X auch mitmacht bei dieser ganzen Geschichte.
Was passiert, was kommt noch? Wird man über Herbert Prohaska irgendwann was lesen müssen? Nein, ich glaube, Herbert Prohaska ist eine der Lichtgestalten der Republik. Den wird uns, die einzige, der, vielleicht einzige. Eine der wenigen, die, ja. die wird uns niemand nehmen können. Die wird uns niemand nehmen können. Aber Sobotka, ja, Sobotka ist wirklich ein Schicksal. Ne? Sobotka ist unser Schicksal. Also den da so in dieser Form vorgesetzt zu bekommen und diese Unbekümmertheit, mit der er sich über alles hinwegsetzt, ist vollkommen unglaublich. Ne? Aber es funktioniert. Also das ist schon interessant. Ja, es ist Ausdruck, dass die Macht eben doch alles machen kann, was sie will, ja? Solange sie Macht hat. Ja? Und noch ist die Macht da. Ja? Deswegen wird es Wahlen brauchen, dass er wegkommt, weil dem Argument, der ist dem nicht nur unzugänglich, sondern der betrachtet die Welt als Reformprojekt. Ja? Also wir müssen dazu gebracht werden, einzusehen, wie großartig er ist. Deswegen macht er diese ganzen Dinge. Ne? Der reist ja um die ganze Welt. Ja? Der alle Damen lang ist der ja irgendwo. Wirklich? Ne? Wusste ich gar nicht. Wusstest du nicht? Nein. In Indien zum Beispiel. Indien, wo Sobotka in Indien? Sobotka in Indien. Sobotka in Indien mit Mundgirlanden und Kränz, so Safran, gelbe Schals und so, ist er dort auf Einladung der Parlamentsfraktion, dieser hindu-faschistischen, ist er dort gewesen, um irgendeinen Regionalpotentaten zu bejubeln und eine Rede des Herrn Modi in der indischen Lok Sabha, heißt das Parlament, dort zu lauschen. Aber was erwarten sich die Inder von Sobotka? Hier könnte ich mir einen Kreisverkehr vorstellen. In diesem Fall kann man sagen, der Inder ist ein Blinder. Der weiß es nicht. Der sieht, also nur, der sieht natürlich nur die Funktion. Das ist ja das Glück des Sobotka, dass er sozusagen nur in unserem Kreis überhaupt die Konturen erkennbar werden, außerhalb von fährt nach Kanada. Und immer, wenn er irgendwo hinfährt, berichtet dann sein Pressedienst, dass er Austausch mit hochrangigen Persönlichkeiten pflegte. Die aber nicht in dem Fall dann. Die hören ihm vielleicht zu und ich glaube, dass er auch sehr schwer zu übersetzen ist. Ja? Weil er so eine Sprache, ich habe diese Sprache, die spricht, habe ich ja Sobot-Chinesisch genannt. Ja? Das ist eine Art Hochsprache, es klingt zwar Hochdeutsch, ja? Bringt aber die Phrasen durcheinander. Ja? Er sagt dann was anderes, als er eigentlich sagen wollte, aber er hört sich nur zu und denkt, es klingt wieder geschwollen, das passt schon. Ja? Aber in Wirklichkeit sitzt der Übersetzer dann und sagt, was hat er jetzt gesagt? Wie soll ich das übersetzen? Geht nicht. Sehr schwierig. Er macht wirklich wunderbare, kürzlich war er in Mailand. Also gerade am Tag, als der Herr Schmidt der seine gloriose Nicht-Aussage machte im Untersuchungsausschuss, war der Herr Sobotka nicht da. Was hat er gemacht in Mailand? Er hat den Wiesenthal-Preis überreicht. Der Sobotka bekämpft den Antisemitismus. Also er ist ein Anti-Antisemit von allerhöchsten Graden. Ja. Das ist das, was er sozusagen als seine moralische Krone betrachtet. Deswegen setzt er sich die ununterbrochen auf, wo er nur kann. Ja. Eigentlich ist es vollkommen selbstverständlich, dass man Antisemitismus bekämpft, aber Sobotka macht es auch hauptberuflich. Fuhr dann aber nach Mailand, um einer älteren Dame, diesen Wiesenthal-Preis zu überreichen, die letztes Jahr nicht nach Wien kommen konnte, ich glaube wegen Corona. Und anschließend trifft er sich mit dem Präsidenten des Regionalparlaments, der Lombardei, glaube ich, der ein bekannter Rassist ist und der ausländerfeindliche und suspekte Sprüche macht und tauscht sich mit dem hochrangig aus. Ja? Also da habe ich den ganzen Wiesenthal-Preis wieder entwertet. So ist so, aber Sobotka ist ununterbrochen, gegen den ist Schallenberg ein Faulpelz. Ja? Der Sobotka ist ununterbrochen in der Welt herum. Was ist also Sobotka ist das österreichische Bild in der Welt, kann man das sagen. Also wenn die Welt denkt sich, wenn der kommt, das ist Österreich, der ist so, ist Österreich. Ja, ich fürchte, es kommt fast so weit, weil der überall ist, ja, der taucht überall auf. Aber ich glaube, die Welt nimmt den gar nicht so richtig zur Kenntnis. Es ist ja mehr für uns dann. Ne? Also die Inder schauen sich dann an und sagen,
was war denn das für einer? Ja? Und dann ist er aber schon wieder weg und sie haben ihn vergessen. Ne? Aber wir kriegen dann die Bilder, wir kriegen dann die Presseaussendungen und so weiter. Ich, was ich überhaupt nicht mehr verstehe, ist, aufgrund dieser ganzen Chatverläufe, dann wird irgendwer sagt, das Alois Mock Institut ist steuergeprüft, also hat da irgendwas verbrochen, dann sagen die, na, das stimmt überhaupt nicht, da war nie irgendwas. Dann kommt raus, es gab eine Steuerprüfung, dann ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich verstehe einfach gar nicht mehr, was ist da jetzt gut und was ist schlecht, was ist belastend, was ist entlastend. Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe auch das Telefonat von Kurz mit Schmidt verstehe ich auch nicht. Ich verstehe nicht genau, wem hilft das jetzt eigentlich? Also außer, dass du jetzt weißt, okay, mit Sebastian Kurz telefoniere ich nicht. Das sind zwei Dinge. Aber ich verstehe es wirklich nicht. Gut und böse, schwarz und weiß, ich begreife es nicht mehr. Ich erkläre das. Also das Sobotka-Problem mit den Steuerprüfungen ist das, dass er sagt, dass ihm vorgeworfen wird, er habe interveniert, dass diese Steuerprüfungen nicht stattfinden. Zwei gibt es, die, um die es geht. Eine soll sein, eine Prüfung des Alois Mock Instituts und eine der Erwin Pröll Stiftung. Und Sobotka hat behauptet, es gibt keine solchen Prüfungen. Es gab aber eine der Mock Stiftung hat sich dann herausgestellt vom Finanzamt Lilienfeld irgendwann. Das ist mittlerweile allseits anerkannt. Und da gab es aber auch eine der Erwin Pröll Stiftung. Jetzt sagt Sobotka, okay, die gab es. Aber nachdem er aber vorher gesagt hat, die gab es nicht, oder? Nachdem er gesagt hat, die gab es nicht, aber er sagt auch, ich habe nicht interveniert. Ja? Und jetzt sagt ein Beamter aus dem Finanzministerium, es stand nicht am Prüfungsplan und er hat also nicht interveniert, weil es gibt kein Dokument. Ja? Daraufhin sage ich, das ist ungefähr so wie der Lehrer, der in der Schule sagt, wer fehlt, soll aufzeigen. Ja? Weil genau die sieht man ja nicht. Also ja. Wenn interveniert wurde, wenn jemand irgendwo ein Gerücht aufkommt, sagt, hey, da kommt jetzt mal eine Prüfung und es ruft er an und sagt, da kenne ich jemanden im Finanzministerium, nämlich Herrn Schmidt, der das ja sagt mit seiner Aussage, der sagt, er hat interveniert, dann wird da auch nichts aufgeschrieben werden dazu, sondern dann wird ein Beamter angerufen werden und dann wird man schauen, dass man das möglichst unauffällig beseitigt, wenn es denn so ist. Ja? Das ist der Sobotka mit seinen Ionen. Also die Beweise. Er hat auch gesagt, bei Novomatic hat er im Übrigen gesagt, es gab keine Geldzuwendung an der Novomatic. Von Novomatic. Ja, das wäre noch schöner, wenn die ÖVP Geldzuweisung an Novomatic. Also, naja, nur, dann nur, ist ja nur, wirklich nur falls Rücküberweisungen beabsichtigt sind. Also, nein, sagt er, es gab kein Geld von Novomatic für das Mock-Institut. Dann stellt sich heraus, es gab doch Geld, dann sagt er, aber nicht im Prüfzeitraum. Also nicht in dem Zeitraum, mit dem sich der Ausschuss beschäftigt. Und so wird es dann mit den Steuerprüfungen aus. Also die Pröll-Steuerprüfung hat auch schon stattgefunden, nicht im Prüfzeitraum. Also alles vollkommen absurd. Ja? Und das Kurztelefonat, naja. Na, ich meine, ich stell dir mal die Situation vor. Der Kurz ruft da an, weiß, dass sein Bodyguard das aufzeichnet. Der Schmidt weiß das aber, vermutet das aber auch. Ja. Gleichzeitig vermutet der Kurz, dass der Schmidt ihn aufzeichnet. Ja. Wie kann man da noch miteinander überhaupt reden? Also ich habe mich dann, als ich dieses Protokoll gelesen habe, habe ich mich so gewundert, wie ewig lang die brauchen, bis sie mal zu irgendeinem Punkt kommen. Das geht immer so, ja, war vollkommen klar, oder? Welches Hirn schafft diese Denkleistung, die doppelte Möglichkeit einer Überwachung? Also ja, es ist schwierig. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab so mal so Comic-Serien, die hießen Spy versus Spy. Nein, aber Das waren zwei so, ich muss da anschauen, so Figuren mit so langen Schnäbeln und einem Hut drauf. Mhm. Der eine schwarz, der andere weiß und die haben immer versucht, sich gegenseitig auszutricksen und umzubringen. Und die werden immer so gezeichnet, da gibt es eine Ecke, hinter der steht der eine und lacht und hat eine Bombe in der Hand und um die Ecke steht der andere und lacht und hat auch eine Bombe in der Hand. Und an das erinnert mich dieses Telefonat, Spy versus Spy. Also nur muss man bedenken, von diesen Figuren wurde die Republik geführt. Bitte der Herr Schmidt, der jetzt sozusagen der Hoffnungsträger der Linken ist, der hat die Beteiligungen der Republik verwaltet. Ja, der hat, und wenn man sich das weiter zurückliegend
Also man darf ja nicht alt sein, das ist ja furchtbar. Aber wenn man sich überlegt, wie der Herr Grasser schon die Beteiligung der Republik verscherbelt hat, unter welchen noch immer nicht ganz oder teilweise überhaupt nie aufzuklärenden Umständen, dass der zum Beispiel sowas verkauft wie die Telekom an diesen mexikanischen Millionär, der jetzt dann wieder die Sendemasten verkauft. Ja. Milliardär. Oder? Milliardär, ja. Hab ich gesagt, Millionär, ist, nein, Millionär ist man ja schnell. Das sind ja wir schon. Aber Milliardär, ja. Na, wird diese Beteiligung verschleudert und dann haben wir überall dann Restbestände. Ne? Wir haben Abu Dhabi in der OMV, ist ja wunderbar. Ne? Und wir haben den Mexikaner in der Telekom und das wäre munter so weitergegangen. Die ÖBB wurde ja auch zerlegt, also da hat es schon begonnen. Aber dann noch für die Restbestände des wirklichen Familiensilbers der Republik, das ist ja unser aller Eigentum, da muss man ja zum Sozialisten werden, ne? Das einem solchen Lümmel zu beantworten, der nichts anderes zu tun hat, als zu schauen, dass Badis und Haberer an die richtigen Stellen kommen und das dann möglichst weiter privatisiert wird, das ist doch vollkommen krank. Und dieses Milieu, das da sichtbar wird, ist natürlich schon ein relativ neuer Zustand in der Republik. Also dieses Milieu um kurz herum, das war schon was Neues. Also so quasi ein Jugendputsch, mit dem man solche Hafschis an die Macht bringt, dem dann alle in Positionen, wo sie meistens völlig unqualifiziert sind, bringt, nur mit dem Zweck, die eigenen Freunde wieder zu versorgen und die eigenen Organisationen wieder gut zu bekommen. Ja, aber die Freundschaften sind ja nicht sehr tief, oder? Also, das sind reine Zweckfreundschaften, so, die sind so tief, wie die Rettung der eigenen Haut halt sein kann. Ne? Wenn in dem Moment, wo der Herr Schmidt checkt hat, dass es darum geht, dass er vielleicht eine lange Haftstrafe ausfasst. Ja? Als Einziger nämlich auch noch. Ich glaube, das war ja auch so, dass er quasi alle Schuld auf sich nehmen musste. Dann verstehe ich auch, dass genau, er... Natürlich, die haben gesagt, also Anna, du hast von uns so viel profitiert. Ja? Jetzt musst du mitgegangen. Du bist Family, ne? Familia, ne? Sagt der Consigliere. Und in der Familie muss halt Anna den Kopf hinhalten. Das bist du. Und er hat gesagt, nein, bin ich nicht. War das, glaubst du, dann verwirrend für die anderen? Ich glaube, dass bei solchen Gelegenheiten das System dann ein bisschen zu bröckeln beginnt. Ne? Weil ansonsten wird er ungenietet. Ja? Aber so weit kann es da jetzt nicht gehen. Das ist ja eher metaphorisch, die Mafia in dem Fall. Ne? Das ist ja quasi gewaltlos. Also kann er einfach sagen, nein, ne? Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass das Problem dieser Chatverläufe ist ein bisschen, dass da so, weil da so viel drin ist, dass dann auch teilweise Sachen drin sind, die mir völlig blunzen sind, die dann aber auch groß in der Zeitung stehen. Zum Beispiel diese, weiß nicht, die 80 Euro oder was die Freundin da mehr verdient hat, eine Woche bevor sie es sowieso bekommen hätte. Und dann dadurch nivelliert sich das doch so ein bisschen auch. Durch diese Masse an Vorwürfen ist jeder Einzelne quasi gar nichts mehr. Ja, das stimmt schon. Das, oder ist das Taktik? Nein, ich glaube einfach, das ist so journalistisches Denken auch. Da haben wir das, wo haben wir eine Szene, wo wir sozusagen dingfest machen können, etwas, das nach prallem Leben aussieht, das nach Begünstigung aussieht. Und da haben wir alles. Also da haben wir die Beziehung der Kurz und seine Freundin und da wird interveniert und da können wir Bilder dazu packen und dann wird es halt rausgeholt. Du hast völlig recht, das trägt dazu bei, das Ganze zu nivellieren. Und uns alle so, wie nennt man das, verdrossen. Man wird so verdrossen. Überdrüssig. So. Also ich habe gar keine Lust mehr. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel mir gedacht, so okay, es ist Strache mal wieder aufgetaucht in diesen neuen. Dann liest er aber gleichzeitig auch noch, dass er offensichtlich, habe ich aber bei Fellner gelesen, jedenfalls, dass er offensichtlich einen Peilsender bei seiner Frau am Auto angebracht hat, wo du so denkst, okay, die überwachen sich alle ununterbrochen gegenseitig. Jetzt muss doch mal irgendwie die ganz große Bombe auch mal platzen, wenn eh alles quasi überwacht ist. Und was macht die, ist die arme Philippa eigentlich noch im Parlament? Ja, die Philippa sitzt dort bis zum Ende der Legislaturperiode. Die ist nicht so arm, die hat 7 Netto, glaube ich, oder sowas. Ne? Ja, was?
Sieben netto. Sieben netto. Ich glaube, ich habe mir so als Parlamentarierin, oder? Ja. Oder ein bisschen mehr. Noch mehr als sieben. Also, aber gut, sie hält durch ihren Mann peilt sie ja jetzt auch alles. Ja, das ist Peilgeld. Nein, aber ich meine, überwacht sind wir ja alle permanent. Insofern sind wir da abgebrüht. Und das ist auch nicht ganz unlogisch, dass dieses permanente Überwachen und Spionieren so zum Lebensgefühl dazugehört. Aber das ist doch das, was uns immer eingeredet worden ist, dass das Silberstein nach Österreich gebracht hätte und nur die SPÖ betrifft. Dass die SPÖ, dass die Löwelstraße quasi so ein Stasi-Hauptquartier geworden ist. Ja, das war. Aber wo kommt die SPÖ, kommt in den Chat so selten vor jetzt gerade? Was ist da los? Sind die so unwichtig gewesen? Ja, da waren's vollkommen draußen. Ne? Also, weil sie keine Macht hatten und deswegen nichts geben. Nein, die Chats waren ja hauptsächlich, die Chats kennen wir ja nur vom Telefon des Thomas Schmidt. Ne? Das ist ja die Hauptquelle. Und der Thomas Schmidt hat naturgemäß nur mit seinem türkisen Umfeld da gechattet. Und wenn wir Werner Faymann-Chats jetzt lesen würden. Das wäre natürlich für die SPÖ eine Katastrophe, aber nicht so groß. Weil so viele Rechtschreibfehler, oder? Das weiß ich gar nicht, weil ich mit Werner Faymann nie einen Briefwechsel hatte. Kann ich nicht beurteilen. Aber nicht einmal einen Chatwechsel. Ich glaube, er hatte nicht mal seine Privatnummer. Aber man kann natürlich sagen, dass bei Faymann das Problem noch nicht so groß gewesen wäre, aber dessen Klüngel war noch kleiner. Der hat seinen Machtzirkel hat er aus vier, fünf Leuten bestanden. Das im Wesentlichen, das war's. Wobei man allerdings sagen muss, dass die Inseratenkorruption, die der Herr Kurz jetzt da so zur Perfektion getrieben hat und richtig radikalisiert hat, die hat natürlich schon der Herr Faymann mit großer Werf betrieben und mit einer Unverschämtheit, die auch neu war. Ja. Also ja. Der hat sich sicher damit an die Macht gebracht und auch dort eine Zeit lang ganz gut gehalten. Mhm. Aber er war auch nicht der Erste. Ich meine, ich kann mich erinnern, ich hatte mal 20 Jahre lang, habe ich immer am Schluss von meinen Leitartikeln geschrieben, die keine Leitartikel sind in dem Sinn, sondern halt vorne in der Zeitung stehen. Im Übrigen bin ich der Meinung, die Mediaprint muss zerschlagen werden. Und da gab es mal die Vorstellung eines Magazins namens Format, das der Fellner als Profilkonkurrenz erfunden hat. Die fand im Burgtheater statt und da wurde eingeladen der Bundeskanzler Klima. Und dann trat der Bundeskanzler Klima dort ans Mikrofon und sagte, also die Fellners, das sind leibende Burschen. Ja? Auf die steht er wirklich, weil die bauen was auf. Ja? Anders als andere, die nur alles zerschlagen wollen. Also ich stand da auch im Publikum, ich glaube, die hören nicht richtig, aber auch schon Klima konnte das ganz gut. Ja. Ja. Und natürlich mit der Krone detto, es war die Krone hat ja immer ihre Inserate bekommen, natürlich auf ganz sauberem kommerziellen Weg, wenn man in der größten Tageszeitung des Landes inserieren muss. Ja. Überhaupt, wenn man als Politikerin existieren will, geht es gar nicht anders. Wie immer wir das qualifizieren, da brauche ich gar keinen Chat dazu. Ne? Der alte Dichern ist zwar mit dem Lineal über die Konkurrenzzeitung drüber gegangen und hat abgemessen, wie viel Quadratmillimeter dort die Republik und die Gemeinde Wien und so weiter inseriert haben und ist dann erschienen und gesagt, und bei uns? Daraufhin wurde die Zahl der Quadratmillimeter in der Krone natürlich übertroffen. Wie wird das sein, wenn Renny Wagner vielleicht doch mal Kanzlerin ist, wird sie dann zumindest die Apothekenzeitung günstige Beziehungen? Oder wird sie es nie? Was glaubst du? Ich bin kein Prophet, aber wenn die jetzt so weiter tun, ist immer die Frage, in welcher Konstellation. Aber die SPÖ wird jetzt nach dem derzeitigen Stand der Dinge, ist sie ja noch die stärkste Fraktion. Wenn alle so brav weitermachen, wird der Herr Kickl die stärkste Fraktion. Dann haben wir einen National als Präsidenten. Hofer, vielleicht. Ich glaube nicht, dass ich mich nach Sobotka je sehnen werde, aber man weiß ja. Man weiß ja nicht. Und was dann die Optionen für die SPÖ sind, ja, dann vielleicht eine Rot-Schwarz-Neu mit Frau Rendi-Wagner als Kanzlerin, also das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen.
Aber auszuschließen ist nichts. Ich finde nur politisch vollkommen unverständlich. Und man sieht ja auch jetzt schon, dass die einen Preis dafür bezahlen. Ist, dass die nicht eine klare Kurve zeigen und sagen, wir wollen, dass die ÖVP aus der Macht verschwindet. Wir wollen, dass die FPÖ nicht in die Regierung kommt. Also bleibt uns nur eine Ampel mit SPÖ, Neos und Grünen. Und die wollen wir, die wollen auch unsere Partner und so stellen uns die vor und das stellen wir jetzt zur Wahl. Und unter der Bedingung müssten wir wählen. Mhm. Ja. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie alles mögliche Übel auf uns herabbeschwören und ich bin ja nicht sicher, ob die Frau Rendi dann Kanzlerin wird. Und warum, du kennst ihn ja wahrscheinlich auch ganz gut, was ja ein bisschen verwundert ist, dass, oder sie sind so resignativ inzwischen, dass die Grünen nicht einfach dann auch mal sagen, so, es ist jetzt einfach mal so, dass wenn ihr nicht den und den und den jetzt mal quasi in einen Urlaub zumindest schickt, so geht das nicht, so können wir das nicht machen. Ja, die Grünen haben das Problem, dass die ÖVP noch immer relativ inhomogene Organisation ist und auch an der Macht ist. Ja? Und die ÖVP sagt, na gut, dann wollt ihr Neuwahlen. Na, warum wollen sie nicht? Ja, weil es halbiert werden. Ne? Ja, aber es gäbe ja auch einen Wahlkampf noch, theoretisch. Ja, aber heutzutage besteht Politik darin, dass man nicht glaubt, man könnte Verhältnisse bestimmen oder vielleicht sogar was umdrehen oder vielleicht sogar was ändern, sondern Politik besteht darin, dass man den sogenannten Politikberatern und den Umfragedoktern folgt und dann halt macht, was die sagen. Ne? Und die Umfragedoktern sagen zu den Grünen, lasst die Köpfe hängen, ihr habt nichts zu holen, müsst durch mit der Legislaturperiode, besser wird es für euch nicht. Glaube ich, ist auch ein Irrtum, weil für die wird es mit der ÖVP nur schlechter. Ja, also die werden in dieser Koalition, können die noch Klimamaßnahmen durchsetzen, Sonderzahlen, das wird sie nur unpopulärer machen und wird ihnen nicht hoch angerechnet von der eigenen Klientel. Die Grünen haben momentan eine schlechte Position. Und ich finde, dass die beiden Oppositionsparteien, SPÖ und NEOS, die auch etwas aus ihrem Tief herausholen müssten, die müssten denen eine Perspektive eröffnen. Ist auch kurz Den Grünen. Es ist kurzsichtig von der SPÖ jetzt nur auf die Grünen einzuprügeln. Mein Gott, das arme Land. Ja, aber es ist sehr unterhaltsam. Ja, es ist sehr unterhaltsam, aber sie, was sie nicht ganz im Moment, glaube ich, so dramaturgisch beherrschen, ist, ein Stück kann nicht unendlich lang unterhaltsam sein. Ich finde, inzwischen ist es so, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt reicht es dann auch mal. Jetzt brauchen wir mal irgendwas komplett Neues, oder? Ja, aber es ist leider so, dass die ÖVP diese Chance versemmelt hat. Sie haben, also der Herr Nehammer mag ja okay sein oder nicht, aber er ist nicht imstande, so etwas wie einen Neubeginn zu signalisieren und zu sagen, okay, machen wir einen Strich unter die türkise Bagage, wir sind anders. Er sagt zwar, wir sind anders, aber jeder hört, es heißt in Wirklichkeit, wir sind genauso. Ne? Es ist so gut chinesisch, ja? es nutzt nichts. Ne? Die Frage ist, was sagt André Heller zu all dem? Ich finde, es ist ein Künstler an ihm verloren gegangen. Ich finde, dieser Rahmen zeigt Talent. Ja? Ich finde den Rahmen eher schier. Also diese Nägel finde ich ein bisschen schier. Das ist ja, so. Aber das Mut zur Hässlichkeit, das ist etwas, was quer liegt, was dich zum Denken anreizt. Aber ist das auch schon wieder österreichisch? Ist das auch schon wieder österreichisch? Oder ist es nur hellerisch? Ich finde, das ist so, das bezeichnet, ich schätze ihn ja wirklich sehr. Er ist einer der ungewöhnlichsten, es gibt ausschließlich ihn, der so ist wie er auf der Welt. Vielleicht ist das. Ich habe den Heller früher gehasst. Ja, also, ja, alle. Alle. Ja. Er sich selber übrigens auch. Ja, er sich auch. Ja. Aber er sich selber ein bisschen weniger. Ja, er sich selber nicht ganz so, aber er hat mal gesagt, also er ist sich selber auf die Nerven gegangen. Das glaube ich ihm auch. Er hat sich geändert, er ist mittlerweile ein angenehmer, liebenswerter, kluger Mensch, total in Ordnung. Aber da hat ihn halt der Teufel geritten und das hätte er bleiben lassen sollen. Hm? Diesen Rahmen hätte er fallen lassen sollen. Sagen wir es mal so.
Und natürlich ist das eine gute Geschichte. Andererseits ist es auch wieder betrüblich, weil er war ja doch auch sowas wie eine Instanz. Ne? Ja, ja, er war ja immer dann in diesen Rankings, so wer kann, könnte Bundespräsident werden, wenn Österreicher frei wählen könnte. Dann ist immer Josef Haider, ja, aber das ist natürlich nicht Heller, so auf Platz 4 oder so. Ja, aber das ist natürlich nicht seriös. Ja, da können wir gleich dich auf die Listen setzen. Ja, ja. Vorausgesetzt, da gibt es die Staatsbürgerschaft. Ja, ja, eben. Willst du sie überhaupt? Die Staatsbürgerschaft? Ja. Ich finde, das ist natürlich mein Wunderpunkt, aber ich will ja auch die Deutsche eigentlich nicht. Das heißt, die habe ich aber. Und das ist jetzt so absurd, dann irgendwie die so zu tun, als wäre ich nicht, ich wäre ja nicht weniger Deutscher, wenn ich jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft hätte. Ich hätte dann nur einen anderen Pass, aber. Soll es sowas wie eine europäische Staatsbürgerschaft geben? Total. Würdest du das nehmen? Die würde ich sofort nehmen. Europäisch sofort. Ich auch. Also ich würde auch die doppelte sofort nehmen. So. Mit die doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist doppelt deutsch-österreichisch. Ja, würde ich auch nehmen. Mit Bindestrich. Nein, würde ich nicht. Nein. Ich hätte dann, nein, aber ich fände das total sinnvoll und dann auf das aktive Wahlrecht und das passive in Deutschland verzichten und halt da, wo du lebst, halt das dafür bekommen. Ja, das finde ich gut. Aber ich finde, die Europäische Union sollte wirklich hergehen und sollte Staatsbürgerschaften ausgeben. Es steht auf deinem Pass doch auch, auf meinem dieser Pass. Ja, und so wie du sagst, Wahlrecht dann. Da, wo du bist. Da, wo man ist. Ja. Ist ja auch die Idee, oder? Von der EU in Wahrheit. Ja. Ist übrigens auch die Grundidee der österreichischen Verfassung, dass die hier leben, mitbestimmen sollen, was passiert. Das geht für Kommunen, das geht für Bezirke, das meint die Verfassung. Das hat mir der Verfassungsjurist Meyer mal genau erklärt, weil er mich mal gefragt hat, na, aber wenn du das immer sagst, was stellst du denn dir vor? Also ab wann sollte man denn das Wahlrecht bekommen? Dann habe ich so defensiv geantwortet und gesagt, na ja, weiß ich nicht, wenn man so 2 Legislaturperioden da war und Steuern gezahlt hat, dann zeigt man ja quasi, dann hat er gesagt, na, völlig falsch. Verfassung will, dass du, wenn du da lebst, mitwählen darfst, eigentlich. Mhm. Aber ich weiß, dass auch meine linkesten und rechtesten und liberalsten Bekannten, die ich habe, alle dagegen sind, dass ich wählen darf. Da sind sich alle wahnsinnig einig. Ich nicht. Du nicht? Ich bin dafür, dass du wählen darfst. Wirklich? Ja. Ah, das ist lieb. Danke dir. Das ist schön. Jetzt habe ich fast Tränen jetzt in den Augen. Jetzt hast du einen gewonnen. Du und SOS Mitmenschen seid ihr. Das ist wirklich ganz schwierig, das Ausländerthema. Einerseits muss eine allumfassende Toleranz herrschen, ja, die sozusagen alles umarmt, auch den militantesten Islamisten und Frauenhasser und so. Alles ist gut und hat bei uns. Und dabei ist es ja ganz einfach. Ne? Wer da ist und wer die Rechte hat, der muss auch die Rechtsordnung respektieren. Und muss zeigen, dass es tut. Und das muss man halt dann auch durchsetzen denen gegenüber. Ne? Ja, du, aber das ist so tricky. Ich habe dann mal bei einer Zeitung, die heißt Falter, und die haben auch so einen Podcast. Und das wurde geleitet, glaube ich, von Raimund Löw. Ja. Und da saßen wird noch immer. Ja? Ja, ja. Und da saßen dann eben der Meier, ich glaube, die Zöchling vom Profil, heißt sie so? Ja. Christa. Ja? Ja. Eine vom Falter und ich und haben über dieses Thema halt diskutiert und dann hat die vom Profil zu mir gesagt, also na, sicher nicht. Schauen Sie, das ist so, stellen Sie sich mal vor, ein Golfverein, da ist dann die Wahl zum neuen Präsidium. Das ist ja klar, dass dann nur die wählen dürfen, die im Golfverein sind. Ich habe noch so ein antiquiertes Bild vom Profil, glaube ich, dass ich so dachte, was ist denn das für ein Beispiel? Ein Golfverein, Österreich ist ein Golfverein. Okay. Dann habe ich gesagt, naja. Festes Segment Golfstaat. Nein. Na, aber dann habe ich zu ihr gesagt, ja, verstehe ich schon, aber wissen Sie, ich zahle seit 30 Jahren Mitgliedsbeitrag in dem Golfverein. Dann hat sie gesagt, ja gut, anderes Beispiel. Ich habe es überhaupt nicht. Aber das ist echt gut, Golfverein. Das ist nicht ja. Hast du Golf? Spielst du Golf? Nein. Nein, das nicht mal Minigolf. Aber es ist wirklich absurd. Also diese Frage hat sicher auch damit zu tun, dass man als Österreicher so dieses Bewusstsein des Privilegiertseins und des Geschütztseins auch nicht mit jemand anderem teilen will. Also nicht einmal mit einem Deutschen. Ja?
Schon gar nicht. Ja, nein, den Reflex verstehe ich schon. Nein. Der Reflex gibt es auch, aber die Deutschen sind ja auch privilegiert und geschützt. Und in Wirklichkeit sind ja wir wirtschaftlich betrachtet und militärisch betrachtet und so Deutsche. Ja? Also wir sind ja unter. Was? Das machen sich die Österreicherinnen und Österreicher ungern klar. Ne? Aber die österreichische Wirtschaft ist natürlich von der Deutschen mehr oder weniger besetzt. Ne? Wir sind durchzogen von deutschem Kapital. Oder seid ihr aber inzwischen von chinesischem Kapital durchzogen? Auch das, ja, zum Teil, ja, aber lange nicht so wie Deutsche. Ich habe jetzt keine Zahlen präsent, aber das ist nicht bei weitem das Größte. Ja, europapolitisch sowieso. Ja. Deutschland ist unsere Hegemoniemacht. Ja. Nummer eins, da gibt es überhaupt nichts. Und das macht sich der Durchschnittsösterreicher und die Durchschnittsösterreicher natürlich ungern klar. Ja. Deswegen grenzt man sich da auch ab. Ja. Aber es hat keinen Sinn. Das war leicht gekürzt, ein Frühstückstalk zwischen Dirk Stermann und Armin Thurnherr vom 7.11.2022 im Kurhotel Baden bei Wien. Unser Dank gilt dem guten Geist, der das iPhone für uns mitlaufen ließ. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ironie und Witz angesichts der Zustände in unserem Land finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hilft emotional, über die Runden zu kommen. Ein Geschenksabo für Weihnachten kann ich Ihnen ebenfalls ans Herz legen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.